Hey Leute, was geht? Für uns denn herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Steel or No Steel zum Team of the Year. Toti Karten sind rausgekommen, Toti Icons sind rausgekommen. Die haben verrückte Ratings, sind richtig geil. Und die können wir heute mit ganz viel Glück für unser Team gewinnen. Das ist unser Team und es ist einfach so fresh. Es hat keinen einzigen schlechten Spieler mehr. Die schlechtesten sind die Außenverteidiger und dort gibt es generell nicht so gute Spieler. Deswegen sind die sogar gut, die Außenverteidiger. Ansonsten hat so gut wie jeder ein Rating von über 90. Also es ist einfach nur ein richtig geiles Team, mit dem man geil performen kann, die Gegner weghauen kann. Aber es gibt überall noch richtig Potenzial nach oben. By the way, ich habe überlegt, ob wir dieses Jahr bei jeder fünften Folge eine XXL-Folge machen sollen. Letztes Jahr war es ja so die 10., die 20., die 30. war eine XXL-Folge. Dieses Jahr vielleicht die 10., die 15., die 20., die 25., die 30. Habe ich überlegt, wenn ihr darauf Bock habt, müsst ihr aber eskalieren, wenn wir die 10.000 Likes schaffen. Denn ist die nächste Folge von Steel or No Steel schon eine dicke XXL-Folge. Hey, ich habe richtig Bock, dieses Team zu upgraden, geile Karten zu bekommen, die ich vorher noch gar nicht gespielt habe. Oder Totis oder Toti-Icons oder Toti-Flashback-Karten. SBCs und so gibt es ja auch neue, richtig geile. Also, Leute, wie gesagt, lasst gerne ein Like da. 10.000 Likes ist schon eine Challenge momentan auf YouTube. Muss man ehrlich sagen, aber wenn wir das hinbekommen, absolut crazy. Und dann weiß ich auf jeden Fall, ihr habt Bock auf die XXL-Folge. Und ich denke, wir haben alle Bock auf die Folge jetzt. Deswegen ab ins erste Game. So, der erste Gegner ist am Start. Zeig mal das Team. Ah, Tor sieht nicht so krass. Digga, aber dann kommt da noch so ein Team hingehauen. Auch noch mit Fünferkette und kranken Karten. Damit habe ich gar nicht gerechnet, nachdem ich den Keeper gesehen habe. Wenn wir gewinnen, dann bekommen wir Maldini. Und wir können auch gucken, ob wir ihn als Innenverteidiger oder als Linksverteidiger spielen lassen. Weil als Linksverteidiger wäre sogar schon einer der besten Karten im Game. Wenn wir eine Niederlage nach Hause holen, dann geht es an den Keeper ran. Dann geht Bounou in unser Tor. So, ich bin sehr gespannt, wie das heute läuft. Der scheint echt auch ein Grinder zu sein. Mit seinen Evolutions da im Team und so. Das Ding ist, die letzten Episoden waren immer verschieden. Manchmal gab es Episoden, wo jedes Match schwitzig war. Manchmal gab es Episoden, wo ich jedes Match rumtricksen konnte und wir die Gegner easy weggemacht haben. Das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Harry! Hey! So, Bernardo tropfen lassen und direkt mit Playlock in die Mitte ziehen. Sauber. Jetzt ist außen frei. Dann können wir in die Mitte gehen. Komm, Harry Kane. Harry Kane? Ja! Ja! Bounou. Oh. Nein. Malen. Nein, Eusebio. Boah, die Karte ist so krass. Oh, wichtig. Abstoß sogar. Wie gut. Oh, ja, schon wieder am Durchziehen. Oh, stark. Nein, er weiß eh, dass ich Keeper move, aber trotzdem klappt's. Junge, Junge. Komm. Oh, ich merke richtig, wie viele Probleme. Oh, er wollte auf Abseits gehen. Hat nicht geklappt. Uns diese Fünferkette bereitet. Ey, egal, an wem man vorbeikommt da. Trotzdem sind die Mitspieler noch von 5 Leuten gefühlt gedeckt jedes Mal. Ganz wichtige Grätsche. Ich darf mich nicht auf so ein Hin und Her einlassen. Weil das kann man gegen eine Fünferkette nicht gewinnen. Kurzes Eck. Er moved nicht. Nein. Wir kriegen echt nicht so wirklich... Nein, 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 nein. Digga, was will er uns hier drücken? Wir kriegen echt nicht so wirklich Top-Chancen bisher. Ernst, egal an wie vielen Verteidigern wir vorbeikommen. Am Ende kommt immer noch irgendein Verteidiger, der uns aufhält. So, Mbappé. Ja, ich kann den nicht rausgehen. Wir brauchen jetzt mal hier in der Mitte eine gute Chance. Guck mal, Mann. Die ganze Zeit nur geschossen. Ey, man muss ja mal drin sein beim Keeper. Oh, oh, er spielt ihn, er steuert ihn hinten. Warte mal, warte mal. Ey, ey, ey. Er hat Van Dijk gesteuert. Wie, warte mal. Damit ich den Keeper zu Van Dijk stelle und hat dann im letzten Moment auf Havertz gewechselt, damit er ihn reinköpfen kann. Selten so rasiert worden. Lauf außen. Und ab in den Lauf. Ah, und schon wieder nur Gegner vor der Nase, ne? Der ist gut, aber nicht gut genug. Oh, nein. Ja, spiel zurück. Hau ihn rauf. Hau ihn rein. Ja, ganz komisches Tor. Ey. Sieht der Gegner aus so? Das war einer zu viel für ihn. Gucken wir uns nochmal an. Ich glaube, er holt sich erstmal direkt einen neuen Keeper. Jetzt ist wirklich die Qual der Wahl, wo ich ihn hinstelle. Also gehört sowohl bei den Linksverteidigern als auch bei den Innenverteidigern zu den Besten. Aber er ist auf beiden Positionen nicht der Beste. Also Innenverteidiger gibt es 3, die noch höher bewertet sind. Und Linksverteidiger noch einen.
Das ist halt die andere Version von ihm, der noch höher bewertet ist, aber die Tutis werden auch noch besser werden. Und dann tue ich ihn auf die Position, die halt wirklich seine Main-Position ist. Macht, glaube ich, am meisten Sinn so, da hat der Gegner ihn auch spielen lassen, der Innenverteidigung, deswegen kommt er da rein. Was ist das denn jetzt für eine italienische Wand da hinten mit niederländischem Keeper, der mir richtig gefällt. Viele finden diesen Van Nistelrooy totale Katastrophe, ne? Aber ihr seht ja, bei mir das einzige Gegentor war, weil ich ihn falsch gemoved habe. Ansonsten hat er gute Sachen gemacht. Ich finde den voll gut. So, der zweite Gegner ist da und ich hoffe, der hat auch einen schwachen Keeper, dann werden wir wieder Spaß haben. Also, das hat sich erledigt. Oh, eine Torte Karte. Das ist ehrlich unlucky. Check habe ich ja die ganze Weekend League gespielt. Den fand ich so übertrieben stark. Das war ja auf dem Account von dem Zuschauer, den ich gestern geboostet hatte. Rang 1 mit ihm geholt und er hat seinen Teil dazu beigetragen. Und die Smith vorne, die habe ich ja gezogen. Ah! Oh, musste ich zwar auch schon das Card inzwischen, aber die war auch mächtig. Also undankbares Team, gegen das wir hier spielen, aber gut, das war schon mal ein guter Ansatz. Bernardo holt den Freistoß raus. Freistöße kann ich eigentlich auch gut, aber ich glaube, zu wenig Power, oder? Ronaldinho! Aber sehr guter Start in die Partie. Merkt direkt, er hat keine Fünferkette, man hat direkt Räume vorne. Zack, immer ist einer frei. Ronaldinho geht hier durch. Ein zurück und Harry! Kane, Modric, Harry Kane. Oh, ich hätte hier gerne Mbappé gehabt. Dann jetzt Mbappé. Kylian Mbappé! Nach außen, nach innen, renn außen, renn, 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 renn. Ja, genau so. Und jetzt können wir die Vorteile von dem Harry Kane nutzen. Na, guck doch, Tschecher. Ah, wie hat er den dann wieder bekommen? Ah! Weggeblockt. Bernardo. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh mein Gott. Ja, das ist Ronaldinho. Was soll ich euch erzählen, ne? Das ist crazy. Das ist crazy. Der Pass war gut. Torwart. Da hat er die ganz falsche Entscheidung getroffen. Bait hat funktioniert, aber der kommt immer häufiger gerade nach vorne. Ich glaube, der hat Pressing an. Ja, Mann. Da kommt man dann auch gut vorbei. Komm mal entgegen in der Mitte. Sauber. Mbappé. Okay, ich muss schnell machen. Der muss direkt aufs Tor, damit er nicht abpfeift. Und der pfeift sogar jetzt hier am Recker. Wenn dieses Pressing überspielt, ist super. Ich bin echt die ganze Zeit so am Schwitzen, die Bälle nicht zu verlieren. Okay. Zack. Dann weiter. Da ist Harry Kane. Was ist hier passiert mit Rückenpass und sowas? Ich wusste selber nicht mehr, was abgeht. Hier kann ich aufhören, an unseren Angriff gerade zu denken. In der Zeit kriegen wir das Gegentor. Das ist bitter. Wir haben einfach fast gerade... Bro, chill mal. Wir haben gerade fast mein Tor des Jahres erzielt. Ohne Witz, ich muss die ganze Zeit an diesen Angriff gerade vor uns denken. Das waren geile Tricks mit Trickpässen, mit einer Rückenvorlage. Das sieht man einmal in 1000 Matches oder so. Zu einem Trickschuss am Ende. Wie geht's besser? Ich weiß es nicht. Also wenn ich ein perfektes Tor mir überlegen müsste, das wäre das gewesen. Das habe ich in der Szene gar nicht so realisiert. Aber jetzt danach merke ich, wie crazy dieses Tor gewesen wäre. Junge. So, und jetzt machen wir den Deckel drauf. Also wahrscheinlich wird es nichts mit dem Tor des Jahres in dieser Partie, aber den Sieg sollten wir schon holen. Der Deckel doch nur noch aggressiv, dass man eigentlich gut durchkommt. Oh mein Gott. Hey! Nee! Nee, warte mal! Wieso geht eigentlich jeder Schuss durch Van Nistelrooy durch in diesem Match? So gelobt am Anfang vom Video und jetzt macht er heute so, also auch das Gegentor. Ich habe mich jetzt voll nicht gedisst, ne, aber ich habe ganz genau gesehen, wie schlecht das von ihm war. So. Kylian Mbappé! Das hätte ich auch leichter lösen können. Nein. Oben zu machen, oben zu. Nein, Maldini. Egal, ich sehe die letzte Szene in der Partie. Schießt er kurz, schießt er lang. Er ist sogar dran und der geht trotzdem rein. Digga, ich habe keinen Torwart in dem Match. Aber egal, Sieg ist Sieg. So, zack, Game ist durch. GG. Unsere erste Team of the Year Karte bei Cyanus in diesem FIFA. Smith ist so eine geile, kranke Karte. Oh, ich hab Bock auf sie. Also, okay, jetzt hätte ich doch auch Bock auf einen anderen Keeper. Jetzt Tschechien zu gewinnen, wäre auch geil gewesen. Was macht Van Nistelrooy? Wir gucken mal einmal das erste Gegentor, was da passiert. Sogar hingemoved. Digga, hä? Unplatziertester Schuss aller Zeiten. Ich schwöre, ein Bronze-Keeper wird den doch sogar normalerweise halten. Was ist das? Der macht seine Hände nicht raus. Die Szene hattet ihr ja auch gesehen. Ich move ihn perfekt. Er springt vom Ball weg. So wäre der reingegangen, ne? Das war so knapp am Ende.
Wäre auch unfassbar seine Schuld gewesen. Man darf in FIFA ehrlich keinen Spieler loben und hier das andere Gegentor. Man muss sagen, ich habe da noch einen falschen Schritt gemacht hier, aber trotzdem geht er genau auf ihn und er hätte ja sogar berührt. Wenn ein Keeper den Ball berührt, hält er ihn zu 99%, außer er. Also alle einmal ein dickes Buh für Van Nistelrooy, der soll sich mal wieder straffen, ey. Jetzt tut es übrigens noch mal mehr weh, dass ich dieses Smith discarden musste. Jetzt muss ich sie sogar, ich hätte sie eigentlich eben Verein gehabt, so. Vielleicht, dass ich sie gezogen habe. Jetzt muss ich sie nochmal holen für 1,7. Wow. Schwere Entscheidung, wer vorne raus soll. Die meisten würden jetzt safe sagen Kane, aber ich finde es eigentlich geil, auch so einen beweglichen, schnellen Spieler in Kombination mit einem Schrank zu haben. Von Mbappé gibt es inzwischen halt auch schon deutlich bessere Versionen, so, die man da reinstellen kann. Jetzt soll ich raus zum Kane oder Mbappé? Kane oder Mbappé? Komm, ich tue Kane raus. Komm, wir tun. Die meisten wollen das bestimmt so. So, Smith ist drin. Die erste Team of the Year Karte auch dieses Jahr bei Steel or No Steel. Absolut geil. Boah, das, guck mal das Team an, ey. Es wird besser und besser und besser. Also wir könnten dieses Jahr echt so schnell wie noch nie das bestmögliche Team bei Steel or No Steel zusammenkriegen und damit die Serie beenden. Es läuft momentan crazy gut. Oh, er hat ein geiles Team, aber sehr viel geliehene Spieler, deswegen fallen die auf jeden Fall raus. Das Ding ist, dieses Jahr am Anfang, die ersten Episoden haben wir so gestruggelt, aber seitdem wir echt ein paar Skiller und so auch drin haben, sowas wie Ronaldinho, das ist halt echt ein Cheat oder Garincha, seitdem läuft so krass. Da die Light Team of the Year Karten und Team of the Year Icons nicht zählen, ist der Winner's Prize Cafu. Und wenn wir eine Niederlage reingedrückt bekommen, dann kriegen wir Cap de Vie als Linksverteidiger. So, Cafu ist auf seiner Position auch einer der Besten, um genau zu sein, der Zweitbeste. Nur seine andere Version ist besser. Ich glaube, der Gegner ist nicht verkehrt, hat doch schon direkt der 1-Dribbling und so gemacht, aber ich sag, sowas kann ich halt auch alles. So, Bernardo und Tundler. Nein, Mike, klappt's. Nice. Nice, Smith. So, und, Robertson und Ronaldinho. Ganz langsam die Lücken suchen. Hauptsache keinen Fehler machen. Er deckt jetzt oben, das heißt, wir können den auch Smith geben. Ah, steht da auch nicht so schlecht. Nein, 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 nein. Der hat da vorne halt echt das Krasseste, was FIFA Ultimate Team hergibt. Ah, da kannst du mal gefährlich werden. Einfach zumachen. Einfach so wie er. Eine Mauer bauen hier quasi. Hey! Als ob das zu einem Tor führt! Van Nistelrooy, Mann! Ich habe mich schon gefreut, dass er gelupft hat. Das ist eigentlich so dumm gewesen. Digga, und der geht rein. Ich kann nicht mehr. Bernardo Silva. Ja, ja, zack, und rein, und Ronaldinho, let's go, Mann, perfekter Schuss. Okay, Smith, was hat sie vor? Haaland, ich muss Haaland zustellen. Der darf hier keine zwei Schritte alleine machen. Zico, ja, die ist R1-Dribbling, ne? Die Verteidiger fangen an, so dumm zu sein, wenn irgendjemand mit R1 dribbelt. Lass sie nur noch gucken. Nein, De Bruyne kann schießen. Digga, Ronaldinho. Ein guter Move, er kann nichts machen. Was? Wie hoch ist der Verteidiger gesprungen? Egal, nächster Versuch. Pass! Oh Gott, Ronaldinho gibt ihn rein. Kilian, ja. Move der Keeper? Nee. Okay, trocken geblieben. Nein. Zack. Oh, sehr gut. Warte mal. Nice! Smith! Eigentlich müssen wir nur noch mal das Gleiche machen. Keeper stehen lassen und den Ball reinschieben. Yes! Check euch, warum ich heute keine R1-Dribbling benutze. Manchmal hat man das so gar nicht im Kopf, ne? Es gibt ehrlich manche Tage, da dribbel ich den ganzen Tag nur mit R1. Junge, was sag ich bei ihm falsch? Und es gibt Tage, da benutzt ich diesen Knopf gar nicht. So, jetzt hier kriegt er eigene Medizin zu schmecken. Wenn er schon abfuckt mit R1, dann guck mal, wie man einfach durchrennen kann. Checkst du? Sag dir ehrlich, eigentlich diesem Gegner nur noch R1 geben. Warte mal kurz nach außen, dann ist er nämlich hoch genug, um am Gegner vorbeizugehen. Smith! Ne, ich muss nochmal. Ja, der wäre geblockt worden. Oh mein Gott! Auf dem Bierdeckel Van Dijk weggemacht. Ey. Haaland. Was hat er vor? Natürlich R1-Dribbling. Aber nicht mit uns. Aber vielleicht doch mit uns. Aber vielleicht doch mit uns. Ne, Nesta. Oha. Nein. Abseits? Ne, Smith. Okay, Keeper Movement. Digga, wenn er den auch reingelassen hätte, ne? Ja. Aber der Gegner ist irgendwie sehr schnell. Ah, stimmt. Das ist der Cafu, den wir auch gleich besitzen. Sehr geil. Mal gucken, Cafu. Willst du vorher noch ein bisschen mit uns tanzen? Ja, sehr gut. Mach Bock. So, Bernardo. Oh, Van Dijk hat auf sowas keine Lust. Warum? Nice, Cafu. Jetzt Van Dijk? Ja! Was ein Schuss. Oha, da sind viele in der Mitte. Warte mal. Ah, nee, das Dribbling wieder. Ja, Van Nistelrooy. Ich meine, an sich ist das Ding eh durch, aber trotzdem geiles Gefühl, mal wieder zu wissen, dass man irgendwas im Tor stehen hat. Dass nicht jeder Schuss garantiert drin ist.
auch in den nächsten Partien dann. Okay, letzte Aktion der Partie, Garincha. Hat nochmal Bock gehabt. Nochmal, Garincha auf Mbappé, Kylian. Gib den rein. Gut, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Passt. Der nächste Winner's Prize. Das Team wurde schon wieder so mächtig aufgewertet. 90er Rating, 30 Chemie, Top-Karten auf jeder Position. Hätten wir mal die nach links geschoben, wäre sogar nochmal krasser gewesen. Aber für die Linksverteilposition wäre wir demnächst auch noch was Krasses gewinnen. Erst recht. Wenn ihr mit den Likes eskaliert, wenn wir die 10.000 Likes innerhalb von der Woche packen, dann ist die nächste Folge auf jeden Fall eine XXXL-Ausgabe. Und dann bin ich gespannt, ob die nächste Folge auch so gut läuft und wir wieder alle Games nach Hause holen. Die letzte XXL-Folge war gar nicht so geil. Da haben wir zwei Dinger verloren oder so. Aber wir sind richtig gut drauf. Auch wenn jeder Tag in FIFA verschieden ist, eisen wir richtig gut drauf. Lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich freuen. Das war's von Stil und Nostil. Macht's gut. Ciao.